Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Smushi, geh nach Hause. So, neuer Bereich, neues Glück. Na, dann lass uns doch erstmal mal umsehen. Wer sind denn diese reizenden Typen, Menschen, irgendwas hier? Hi, okay, was ist los mit euch beiden? Hallo Freunde, mein Name ist Smushi. Du weißt genau, was du getan hast. Ja. Wie konntest du das nur? Ich weiß echt nicht, wovon ihr redet. Kannst du das glauben? Es ist so peinlich, mit dir verwandt zu sein. Ich zieh durcheinander. Na gut, also, du hast dich vorhin geweigert, mit mir abzuhängen, weil ich beschäftigt war. Na klar. Du ersetzt mich wahrscheinlich mit jemand Besserem. Ist es dieser kleine Pilz? Was? Nein. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Du hast meine Sandburg zerstört. Ich habe so hart daran gearbeitet. Okay, daran konnte ich mich immerhin erinnern. Aber wie gesagt, das war ein Unfall. Und es tut mir wirklich leid. Entschuldige dich, Entschuldigung, nicht angenommen. Ganz genau. Kommt schon, Leute. Viel Spaß mit deinem neuen Freund. Ich suche mir auch jemanden, weil du so beschäftigt bist. Und ich brauche eine neue Sandburg. Weit weg von dir. Boah, wie fies. Alles okay? Alles gut, ja. Sorry, dass du das mit ansehen musstest. Sie sind einfach, naja, sehr empfindlich. Ich kenne das Gefühl. Du hast auch Geschwister? Ja, es gibt viel von uns. Oh, dann sind die anderen auch hier. Nicht wirklich. Ich wurde vor kurzem von ihnen getrennt. Was? Das ist ja furchtbar. Ich mache es schon gut. Es war eine lange Reise durch den Wald, aber ich glaube, ich bin fast zu Hause. Wohnst du in der Nähe? Ich glaube schon. Ich wohne auf einer Insel. Ich glaube, hier ganz in der Nähe. Gibt es auf der Insel Bäume? Ja. Große rote Bäume? Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Es ist recht weit, aber ich kann dich sicher hinbringen. Wirklich? Das wäre ja fantastisch. Ja. Aber glaubst du könntest mir vorher mein Problem helfen? Du meinst mit deinen Geschwistern? Ja, genau. Ich bin nicht der beste große Bruder, wenn es um sowas geht. Oh, er ist großer Bruder, dann muss ich das anders machen, wenn es um sowas geht. Und naja, du siehst aus, als wärst du gut in Familiending. Meinst du könntest mir helfen? Oh, klar. Wirklich? Meine Geschwister streiten sich ja auch manchmal. Also, naja, ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Wow, du bist ein ziemlich cooler Pilz. Ich verspreche dir, nach direkt nach Hause zu bringen. Klingt gut. Sieht aus, als wären sie zu unterschiedlichen Inseln im See abgehauen. Hüpf mal auf meinen Rücken und wir können nach ihnen suchen. Darf ich erst den Strand absuchen? Ich bin gleich wieder da, okay? So, warte mal. Ich möchte nur gucken, ob wir. Brauchen wir noch Geld? Brauchen wir noch Kristalle? Was mache ich eigentlich mit den lilanen Kristallen? Weil bisher habe ich nur grüne zum Verkaufen gebraucht. Okay, hier ist nichts, nichts, nichts. Nicht zum Verkaufen, zum Kaufen von irgendwelchen. Nein. Guck mal, hier gibt es auch noch welche. Okay, also wir scheinen es noch irgendwo für zu benötigen. Da hinten sehe ich auch noch einen. Hier ist nichts. Da ist auffällig viel nix. Und hier muss ich da oben auch noch drauf? Weiß ich nicht. Ich probiere es einfach mal. Okay, cool, dass das geht. Aber brauchen tun wir es wohl nicht? Fragezeichen. Keine Ahnung. Ich muss einfach mal. Mal gucken, was passiert. Es passiert nichts. Aber guck mal da. Da ist so. Oh, das ist voll schön hier, ne? Okay, lass mich das anders machen. Lass mich erstmal gucken, ob da was drin ist im Baumstamm. Da komme ich nicht hin. So weit reicht es noch nicht. Okay, also lass mich erstmal. Doch, ich komme da hin. Hallo? Oh, ach, das ist. Ja. Den kennen. Da ist noch einer übrig. So. Den kennen wir doch. Du bist auch hier. Hallo? Na, na, na. Ein Sucher nach mächtigen Liederkristallen. Hallo nochmal. Ich brauche ein paar mehr Hinweise zu den Verstärkerdingern. Nur gut. So, Korallenverstärker. Warte mal, ich habe die gefunden, aber ein Test in vorderem Tief nach erfahrenem Tauchen im Rief. Was wüsstest du gern? Okay. Was wüsstest du gern? Das haben wir ja schon gehört.
Die Macht der Kristalle ist cool. Okay, er gibt uns keinen Hinweis, wie wir diese Verstärker dann anwenden können, ne? So, wird uns das Flusspferdi dahin bringen oder schwimmen wir? Ich glaube, ich würde gerne erstmal schwimmen. Na gut. Ich würde es gerne versuchen. Oh, ich komme da gar nicht hin. Okay, das erklärt einiges. Na gut. Pferdi bringt uns dahin, ne? Das war jetzt mega erfolgreich. So, da sind wir rausgekommen. Okay, gibt es da oben was zu entdecken? Wir haben schon mal auf so einem Baum Kristalle gefunden. Deswegen würde ich es gerne versuchen. Da ist nichts. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Na toll. Na gut, hier gibt es keine Kristalle. Okay, dann laden wir mal auf Ferdi. So. E. Drücke Left Shift zum Beschleunigen. Was? Okay. Okay. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Schon ein bisschen. Tauchers Reich. Okay, drücke E zum Absteigen. Ich bin gleich wieder da. Okay. Hier fehlt etwas. Da sollte ich irgendwas hineinlegen, ne? Da muss man eben kratzen. Okay. Gut, so. Da oben ist... Oh, hey, was ist mit dir? Moin. Hey. Irgendwas Cooles im Wasser gefunden heute. Also unter Wasser. Ja, Mann. Wunderschöner Tag zum Tauchen. Oh, also ich kann unter Wasser nicht wirklich atmen. Deswegen war ich auch noch nie da unten. Was? Dude, natürlich kannst du unter Wasser atmen. Das kann auch jeder. Wirklich? Pff, natürlich, Dude. Alles, was du brauchst, ist Wasseressenz. Klingt, als hättest du keine, huh? Nö, noch nie davon gehört. Was ist das? Dude, das ist das Coolste überhaupt. Du nimmst es, plopst es in einem unserer Schreine und badabing, der Geist des Waldes lässt dich unter Wasser atmen. Wow. Klingt ziemlich magisch. Absolut, Dude. Der Geist des Windes ist super magisch, Dude. Ich habe etwas Wasseressenz, die du haben kannst. Normalerweise bringe ich keinen Leuten wie dir Schwimmen oder Tauchen bei. Aber wenn du Unterwasseressenz brauchst, kannst du sie für 20 grüne Kristalle haben. Haben wir ein Dildo? Dildo? Deal. Yeah! Gute Wahl, kleiner Dude. Du hast Wasseressenz gefunden. Damit kann ich unter Wasser tauchen. Ich bin ein Wasserpilz. Okay, also das lässt mich unter Wasser atmen? Auf jeden Fall, Dude. Musst nur einen unserer Schreine besuchen. Der Geist des Waldes macht den Rest. Wie nett von dem Wald. Der Wald ist der coolste Typ überhaupt. Und hey, wenn du dich entscheidest, unseren Schrein zu benutzen, solltest du auf jeden Fall noch mit mir sprechen. Ich habe eine kleine Herausforderung für dich. Okay, also ist das da mit dem Schrein gemeint? Oder nee, ich müsste da oben drauf, ne? Möglich, weiß nicht, vielleicht. Ich gehe erstmal hier rauf. Also hier ist schon wieder... Ey! Hat mich einfach runtergeworfen, das dumme Ding. Ich glaube, es geht los. So. Ja, hier ist es kompliziert. Guck, da oben ist nämlich was drauf. Ja. Habe ich doch gesagt, dass da was ist. Nee! Der Baum ist ganz schön störrig. Auf dem anderen konnte ich einfach so... Na, ey, das gibt's doch nicht. Der wehrt sich aber wirklich. Hallo? Okay, so. Auf den konnte ich noch draufspringen, ne? Ja. Kann ich hier oben auch drauf... Hier oben kann ich nicht draufspringen. Doch, kann ich draufspringen. Mann! Fies. So, also, da würde ich gerne hingehen. Hui! Fump. Ja... Okay, das war's nicht. Hier, da kommt die Wasseressenz hin. Und damit kann ich hier jetzt... Oh. Okay. Und damit kann ich hier tauchen.
Halte Left Shift, um zu tauchen. Okay. Oh, wie cool. Das funktioniert tatsächlich. Und da gibt es sogar Sachen. Okay, und da komme ich sogar ran. Ach, schick. Sehr schick. Es gibt nicht überall was denn. Warte mal, was mache ich denn hier? Das ist für den, für ihn dann. Ne? Oh, okay. Nee, nicht lustig. Das geht so schnell. So, was haben wir da? Nix. Ja, ich weiß, das können wir gleich auch nochmal machen, aber ich würde erstmal gerne alles abgrasen hier. Ob da irgendwas rumliegt? Ach, da ist das Vieh im Wasser. Okay, schon gut. Upsi. Nein, 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 nein. Nee, ich möchte nicht beschleunigen. Lass einfach nur mal. Ah, okay. Ah, so. Gut. Hier unten, das sieht doch auch so aus, als da ist was drin, genau. Zum Anhacken? Zum Anhacken. Okay, das funktioniert sogar unter Wasser. Cool. So. Bin ich jetzt schon einmal rum? Ich bin nicht sicher. Okay. Sollen wir es mal probieren? Na komm. Okay. Halt, warte. Nein, 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 nein. Wir probieren es gleich nochmal. Ich möchte nur alles mitnehmen. Gar nicht so einfach. Alter. Okay, jetzt. Nein, doch, jetzt. Ah, jetzt, ja. Okay. Ticket. Gut. So, wir probieren es nochmal, ne? Also, wir haben bei ihmchen begonnen. Runter. Ja. Ja. Bisschen höher. Gut. Und bisschen höher. Da oben. Ziemlich weit runter. Ja. Oh. Okay. Nicht so einfach. Okay. Da oben. Das hat er ja schick gemacht hier. So. Fertig. Scheint nicht so funktioniert zu haben. Hätte irgendwas passieren müssen. Oh. Oder muss ich ihn vorher anquatschen? Okay, den hat es auch geschafft. Habe ich es jetzt hingekriegt? Noch nicht, ne? Noch nicht. Aber jetzt. Hätte ich ihn vorher antickern müssen, bevor ich an dieser Herausforderung teilnehme. Ich ticker ihn mal an. So. Das war supi. Oder ist ja jemand im Wasser? Warte mal, was machst du denn hier? Hey, hallo. Hey, du. Bist du auch hier für den Tauchkurs? Du könntest mein Partner sein. Oh, das bin ich eigentlich nicht. Tut mir leid. Oh. Aber es sieht so aus, als ob du auch alleine wirklich gut zurechtkommst. Echt? Ja, ja. Du bist wirklich gut in Form. Danke. Das ist die längste Zeit, die ich je geschwommen bin. Wie lange denn? 15 Minuten. Boah. Du bist jetzt ein Profi. Hey, ich bin ein professioneller Schwimmer. Okay, gut. So, Dude, du hast den Schrein benutzt. Ich weiß. Ja. Ich wurde ganz schön nass gespritzt. Ja, das kann er ganz gut. Aber hey, ich habe eine kleine Herausforderung für dich. Du musst ein guter Taucher dafür sein. Willst du es probieren? Na klar. Ja, gib mir eine Sekunde zum Vorbereiten. Na gut, Dude. Alles ist bereit. Ich bin so aufgeregt, das endlich mal zu machen. Was genau ist bereit? Also, hier ist Delalio. Ich habe 3 rote Steine unter Wasser versteckt. Die musst du finden und in diesen Kreis bringen. Klingt ziemlich einfach. Aber du hast ein Zeitlimit. Ich nehme es zurück. Sobald der Timer abläuft, heißt das Game Over. Aber jedes Mal, wenn du mir einen roten Stein bringst, gebe ich dir 25 Sekunden zurück. Oh, okay, das klingt zumindest ganz gut. Oh, ja, achte auf die schwimmenden Kugeln im Wasser. Ich habe die roten Steine in der Nähe versteckt, um dir zu helfen. Okay. Bereit? Los, tut, los. Okay. Na gut. Also. Rote Steine. Wie sehen die denn aus? Da ist ein roter Stein. Okay. Okay. Auf nach oben. Und dann kriege ich noch
Das hier ist der komplizierte Teil. So, E. Okay, 36 Sekunden. Gut, da ist ein weiterer roter Stein. E, okay. Gut, und das hier ist eigentlich das Schwierige daran, ne? So, 20, 44, okay. Der letzte. Hier sehe ich keinen. Da sehe ich keinen. Da ist er. Okay, so. E. Habe ich mitgenommen. Okay, jetzt nichts wie zurück. Drei waren es doch nur, ne? Dann sind wir fertig. So. Ja, wir sind fertig. Cool. Dude. Du hast es geschafft. Du warst wie ein Fisch da draußen. Ja, wirklich. Halb Fisch, halb Pilz. Naja, quasi ein Filz. Nein, das klingt nicht richtig. Aber ernsthaft, das hast du gut gemacht da draußen. Du bist der Erste, der meine Challenge geschafft hat. Hier ist eine kleine Belohnung für den Sieg. Du hast einen Clavaria-Verstärker gefunden. Die Blautöne geben mir ein Gefühl von Stimmung. Clavaria? Nee, ich meine, das war nicht auf der Liste. Aber gut, danke. Dafür nicht. Okay, so, jetzt können wir weitermachen. Na denn. So, wo möchte er denn, dass wir hingehen? E. Los geht's. Left Shift zum Beschleunigen. Nee, ich bin gleich wieder da. Okay. So, wo gehen wir denn hin? Bleiben wir erstmal in diesem Bereich hinter der Brücke. Wie wäre das denn? Guck mal, da drüben scheint doch noch was zu sein. Da an Land würde ich tatsächlich auch gern mal gehen. Versteckter Lotus. Der versteckte nämlich. Oh, ach, da sind die beiden. Was zur? Was machst du denn hier? Hör zu. Ich wollte nur reden. Will ich nicht hören. Aber, nee, danke. Hunden endlich ab. Wie kommt es, dass du so auf deinem Bruder bist? Ich wollte nur mit ihm abhängen. Die Sonne genießen. Vielleicht ein Picknick machen. Ich hatte den ganzen Tag durchgeplant. Was ist denn passiert? Er hat gesagt, er wäre zu beschäftigt. Kannst du das fassen? Naja, jetzt ist er hier. Vielleicht könntet ihr doch das Picknick machen. Ja, ja. Nö, zu spät. Chance verpasst. Ich habe einen neuen Freund, der viel cooler und schlauer ist, der mit mir rumhängen will. Wo ist dieser Freund? Hast du ihn gegessen? Ich habe ihn nicht gegessen. Wir wollten ein Picknick machen. Also ist er los, um etwas zu essen in der geheimen Höhle zu suchen. Aber sie ist immer noch nicht zurück. Es gibt eine geheime Höhle hier? Ja, ziemlich sicher, ja. Scheinbar ist sie unter Wasser versteckt. Oh, mein Freund kann tauchen, also ist er los, um danach zu suchen. Aber ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit er ins Wasser ist. Das ist beunruhigend. Und ich habe nicht mal was zu essen für mein eigenes Picknick. Ach, das ist ein Albtraum. Jetzt raste nicht aus. Beruhigt euch. Ich habe einen Plan. Was meinst du? Ich werde nach dem verlorenen Freund unten in der Unterwasserhöhle suchen. Und du besorgst etwas zu essen für das Picknick mit deinem Bruder. Oh, ja, das klingt gar nicht schlecht. Ihr wollt mir helfen? Naja, klar. Ich finde deinen Freund. Und ich besorge was zu essen. Und dann machen wir alle zusammen ein Picknick. Ja, okay. Das ist ein super Plan. Okay, gut. Wir müssen erst den Schrein wieder bedienen, ne? Aber, bevor ich das tue, gucken wir uns hier oben natürlich erstmal um, weil das hätte ich schon ganz gerne. Ist da auch was? Nein. Oh, das könnte jetzt ein bisschen, da drüben sehe ich noch was. Das könnte jetzt ein bisschen unübersichtlich werden, weil die alle in eine andere Richtung zeigen. Ich kann so nicht arbeiten. So. Da in der Lotusblüte ist nichts, ne? Da ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Was ist das denn da eigentlich? Da müssten wir sogar hin, ne? In der Lotusblüte ist nix. Oh, nein. Oh, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Ach, Mist. Okay. So. Komme ich da hoch? Ich komme da nicht hoch. Unglaublich. Kann ich hier ein bisschen höher klettern? Immerhin, das kann ich. Nein, das kann ich auch nicht. Ich fasse es nicht. Ich habe es vergeigt. Okay. Wo bin ich denn eben drauf gesprungen? Auf den da hinten, glaube ich, ne? Ja, nein. Alter. Wie habe ich denn das gemacht? So, von hier aus, ne?
Okay, dann gehe ich diesmal andersrum, um wenigstens um zu gucken, ob hier noch mehr von den Dingelzinnen sind. Oh, da komme ich gar nicht drauf. Cool. Na, wenn das mal nicht super gelaufen ist. Hüpf. Okay, so. Dann gehe ich hier auf den etwas höheren. Und von hier aus hüpf. Oh, da komme ich gar nicht da. Oh, ich muss hier hin. Aber vielleicht kann ich auf einen von denen da drauf springen. Ich nehme mal den hier. Ja, sehr gut. Und da ist noch nicht mal was drauf. Ah, okay. Also, dieser ist der nächste. Ja, hat geklappt. So, und von hier aus sollte ich doch locker darüber kommen, oder was? Ja, natürlich. Gut. Okay, alles meins. Was ist das hier? Da scheinen wir zumindest noch nicht drauf zu kommen. Ne? Gibt es hier vielleicht eine Möglichkeit? Nee, sieht nicht so aus. Aber ich komme aus diesem Riff vermutlich auch nicht raus. Ne? Okay, gut. Gehen wir mal nach unten. Tada! Genau, Kavums. Okay. Na denn. Gehen wir mal suchen. Gehen. Vor allen Dingen gehen wir suchen. Okay, hier liegt alles mögliche Zeug herum. Da drüben sehe ich was. Was sehe ich hier? Da kommt irgendwas rein. Hier fehlt irgendwas. Okay. Was haben wir da? Da ist erstmal was, was ich gerne hätte. Moment. Okay. Ja, nein, jetzt. Okay. Kavum. Gut. Kannst du sie auch einsammeln? Würdest du was ausmachen? Ja, sehr gut. 112. Ich bin reich. Was ist das denn? Das nehme ich mal mit. Oh, warte mal. Das könnte für die Figur da hinten sein. Ne? So. Okay. Oh nein, oh nein. Jetzt. Okay, das gehört da hinein. Eine neue Pilzart entdeckt. Ach was, da muss ich gucken. Da muss ich sofort gucken. Musst du gucken. Da unten, neu. Das ist nämlich eine Psychoaquatica, falls ihr das noch nicht wusstet. Über diesen Pilz. Du dachtest also, Fische wären die einzigen Kiemträger, die im Wasser vorkommen. Denk nochmal drüber nach. Psychoaquatica ist ein aquatischer Kiemenpilz, der einzig bekannte überhaupt. Wissenschaftler sind hinsichtlich dieser Art ziemlich ratlos. Normalerweise vermehren sich Pilze über Sporen, die vom Wind freigesetzt und getragen werden. Wie würden also Sporen dieser Art flussaufwärts transportiert werden? Oh, die Antwort bleibt bis heute ein Rätsel. Smushy-Notizen. Ich glaube es nicht, ein Wasserpilz. Wie macht er das? Warum macht er das? Ich habe so viele Fragen. Aber im Moment werde ich nur starren und bewundern. Das scheint mir ein guter Plan. So, wir machen uns wieder ran. Ne? Oh, falsche Richtung. Halt, da möchte ich nicht durchfliegen, weil hier unten ist nämlich was. Natürlich. Noch tiefer? Okay. Kavums. Okay. Ja. So. Hops alles. Da ist noch einer. Okay. Wir finden also noch mehr von diesen. Da. Von diesen Kugeln. Die nehme ich mit. Gut. Und dann gibt es noch eine neue Pilzart, oder wie? Oh, da ist ja unser Pferdi. Nee, das ist derselbe Pilz. Gut, naja. Naja, ich bin ziemlich sicher. Da ist noch eine Statue. Ich bin sicher, es gibt irgendein Achievement dafür. Hier sehe ich gerade nichts. Hier sind wir doch, glaube ich, runtergekommen, oder? Da ist auf jeden Fall die Höhle. Lass mich erstmal dieses Dingelchen finden. Da drüben, das ist von persönlichem Interesse. Ja, Mensch, okay. So, mehr ist hier nicht. Okay. Da ist keine Kugel. Hier, Kugel. Nein, aber noch mehr von diesem Zeug. Ah, sehr gut. Und das Grüne, mit dem wir wunderbar bezahlen können. 81.
Okay, wer auch immer weitere 60 fordert, habe ich. kein Thema. Kristalle. Das sind Kristalle. Und da ist die Kugel. Nee, das ist die Kugel, die wir schon eingesetzt haben. Kriege ich die letzte Kugel aus der Höhle oder wie ist das gedacht? Ich gucke mal von ein bisschen weiter oben. Da drüben? Nee. Hier so? Nee, auch nicht. Da unten drin habe ich doch schon. Ja, genau, da hatte ich gerade Zeug rausgekloppt. Das da sieht aus, als könnte sich. Nee, da ist nichts dahinter. Den hatte ich schon eingesetzt. Hier oben liegt ein bisschen Werkzeug rum. Gibt es hier noch einen anderen Eingang? Nee, das sieht nicht so aus. Dann weiß ich nicht. Dann wird die letzte Kugel sich wohl in dieser Höhle befinden. Also sie wird hier grob in der Nähe sein, ne? Ja, sieht aus, als fehlte irgendwas. Oder dahinter, hinter diesem Werkzeug? Nee. Hier, das hier sieht doch so aus, jetzt kämen wir da noch nicht rein, ne? Okay, machen wir es mal folgendermaßen. Ich gehe mal in die Höhle. Wenn ich noch weiß, wo sie ist. Da. Moment. Nee. Hier ist nichts weiter drin versteckt. Wo war denn die Höhle? Ich bin jetzt ein paar Mal drumherum geschwommen, aber hier, da ist doch noch irgendwas. Was ist denn hier? Okay, ich benutze nicht die Kreise. Nein, ich mache das Ganze in Ruhe. Oh, jetzt habe ich es doch benutzt. Okay, da ist es. Da ist er. Okay. Ja, genau. Never ever. Okay, so, draußen sind wir. Da kommst du hin, ne? Okay. Tada! Was ist jetzt? Oh, so viel zum Thema Höhle. Hä? Hatte ich den Einstieg nicht schon entdeckt? Das ist ein anderer Einstieg hier, ne? Probieren wir es. Mal gucken. Vielleicht finden wir ja diesen Begleiter. Oh, okay. Okay, klar. Wieso nicht? Weiter nach oben geht es nicht. Okay, also zumindest hier nicht. Das ist, ja. Oh, ah ja. Okay. Gut. Noch ist alles gut. Okay. Hallo, ist jemand hier? Hallo? Hier gibt es noch nicht mal irgendwas abzugrasen. Oh, Mensch. Okay, und jetzt da wieder rüber, ne? Oh, aha. Okay, klar. Ein Feuerzeug. Oh, ach so, da muss ich jetzt wieder drum rumgehen, ne? Ja. Also, wir merken uns mal, ich bin nach links abgebogen. Da drüben sehe ich auch noch was. Ah, nee, warte, das ist ein bisschen voreilig, Babe. Okay, so. Tada! Weiter ist hier aber nichts. Oben irgendwo? Nee, doch da. Oder? Nee, da bin ich doch gerade gewesen. Da geht es doch noch weiter nach oben. Wer hätte das gedacht? Okay. So. Keine Zwischenstation. Na schön. Noch ein blauer Kristall. Oh yeah. Yes. Okay, geht's noch höher? Das sieht nicht so aus. Mir scheint, wir haben die Decke erreicht. Ja, wir haben die Decke erreicht. Okay, alles klar. Gut, runter. Rums. So, warte mal. Ich bin eben nach links abgebogen. Hier ist es erstaunlich zu.
noch ein Durchgehen kommen. Hier gibt es viele Räume. Oh. Okay, wir sollen Klavier spielen, ne? Aber da fehlen drei Dinge. Hüpf. Ja. Ein Meisterwerk. Okay. So, hier oben kommen wir hin. Ich habe die Höhle da gesehen. Okay, das ist ein bisschen wild. Aha. So, da haben wir schon mal den ersten Zettel. Herz. Na gut. Okay. Macht er automatisch. Okay. So, dann in diese Hülle da rein, ne? Nur dreiblättige Klebeblätter. Kein vierblättriges. Oh. Crunchy Gummy. So. Hä? Da hoch. Oh. Nein. So. Da hinten rüber, bist du sicher? Na gut. So, hier liegt ein Zettelchen. Ja. Mehr gibt's nicht. Guck mal, da hinten scheint's doch. Ach, da waren wir schon. Geht's hier noch weiter? Nee, scheinbar auch nicht. Na schön. Also. Ja. Okay. Da ist auch noch ein Eingang. Und dann sollten wir es schon fast so. Sehr nett. Vielen Dank dafür. Ja. Okay. Jetzt. Alles klar. Da ist nichts mehr. Hier auch nicht. Dann versuchen wir es mal ein bisschen höher. War da nicht eben. Warte mal, war da nicht eben. Nein, das ist nur das Gras. Okay. Da oben komme ich aber noch hoch. Gut, hier. Oh ja, da geht es sogar noch sehr viel höher. Okay. Da. Oh ja. Oh, schade. Machen wir es erstmal so. Oh, das war knapp. Okay, aber geht. Jo, alles meins. Alles meins. Okay, raus und dann hier rein. Yeah. Moment, bevor ich das tue. Das ist das Ende der Höhle, ne? Ja, scheinbar schon. Okay. Ich habe das Ding. Doch, ich habe das Ding in der Hand. Okay, so. Okay, also den Pfeil nach unten. Nee, das Dreieck nach unten. Also den hier. Das war es scheinbar nicht. Den Pfeil nach unten. Nee, das ist es. Guck mal, das verstehe ich nicht. Weil man macht das so. Okay. Ist das umgekehrt zu sehen? Es wird nicht grün. Oh, jetzt hat er es gemacht. Okay. Dann den Pfeil nach unten. Dann nochmal den nach unten. Und jetzt das Herz. Wo ist denn das? Nein! Ach, oh, Mist. Da ist das Herz. Okay. Alter. Ist nicht so einfach, die zu treffen. Unglaublich. Jetzt. Und. Ein ganz besonderer Pilz. Was ist das hier? Du hast den Tintenverstärker gefunden. Das Ding ist tintig. Hoffentlich färbt es nicht ab. Witzig. Okay, gut. Ja, cool. Haben wir den auch. Schön. Na, wunderbar. So, und mit diesem Bild sage ich mal Tschüss für heute. Wir gucken uns in der Höhle noch weiter um. Linksrum, ne? Immer schön linksrum. Okay, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.